Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Raft. Wir sind mitten am Meer. Ich bin jetzt auf der Suche nach der ersten Insel, wo der Funkturm sein soll. Der Funkturm insofern sollte mir dann die Quests ein bisschen erklären und dann ermöglichen, bessere Inseln zu finden. Mit dem Funkgerät, weil da habe ich noch nicht... Ah, da. Da oben steht's. Ich habe selber noch nicht gesehen. Der Radio Tower. Ja, da kann ich noch nicht viel machen, aber das ist die... Zeige ich euch. So. Also, wenn ihr das erste Mal das Funkgerät baut, ihr müsst es erst mal... Oh, es ist in Fahrtrichtung, geht jetzt nicht leichter. So, stellen wir das mal einfach so daher. Ja. Ich hoffe, das passt. Zack! Ihr habt das schon vorcraftet. So, dafür braucht ihr dann eine Batterie, die pappt ihr da rein. Und wenn ihr es einschaltet, seht ihr Antenne 1, 2, 3 nicht angeschlossen. Da kann man dann die Frequenz ändern, also die Zahl, wo es hin, wo man hin will. Blöd zu erklären, ist jetzt das gleich. So, dann braucht man drei Antennen. Erstens mal, dieses Teil hier muss im ersten Stock stehen. Also mindestens ersten Stock, unten geht es nicht. Schreibt aber hin beim Aufstellen. Dann braucht man drei Antennen im gleichen Stock. Das heißt, wir platzieren, aber die dürfen nicht nebeneinander stehen und nicht neben dem Funkgerät. Also platzieren wir die ein bisschen auseinander. So, einmal online. So, hier sitzt. Die Nummern und da ist meine Batterie leer. Kann ich die eigentlich wieder aufladen irgendwie? Das muss ich mir mal anschauen. So, nochmal. So. So, da sieht man, wo wir hin müssen. Wir werden dann nach rechts rüber wollen wir. Wir fahren auch in die Richtung, sehe ich gerade. Da ist dann der Funkturm. So, das werden wir aber abkürzen, weil das werden wir jetzt nicht die ganze Zeit da zuschauen. Das könnte noch etwas dauern. Das ist so ein 45 Grad Winkel in etwa, aber das passt eigentlich eh gut. Machen wir mal darüber. Vielleicht kommen wir an der Insel da hinten noch vorbei. Da hinten die Kescher muss ich immer ausräumen. Da war der Hai. Ja, jetzt kommen wir schon schneller drauf zu. So, ich drehe das jetzt mal ab. Ah, so mag ich das nicht. So, ab, mal abschalten. Ihr könnt, wie gesagt, hier die Zahlen ändern. Aber dann geht... Scheiße. Bricht jetzt mein Segel? Nee. Wie gesagt, ihr könnt es da einstellen, was das Ding anzeigen soll. Ich weiß nicht genau, was es macht. Das werde ich aber rausfinden. Aber jetzt gerade fahre ich mal einfach nur in die Richtung, repariere das und wenn ich dort angekommen bin, ich habe das alles ja schön sortiert, jetzt finde ich ja meistens sogar was. So, wenn ich dort angekommen bin, lande ich an die Insel. Oh oh. Ja, also ich navigiere mich hin, wenn ich dort bin, dann geht es weiter. Eher ein kurzer Cut. Jetzt wisst ihr mal, wie man die Antennen aufstellt. Nur nicht so klappt nebeneinander und... Kassel, Batterien und auf das Teil zufahren. Wenn man da dann nämlich ist, dann hat man es mal geschafft. Dann hat man nämlich mal den Radio Tower. Und wie es dort weitergeht, das zeige ich euch gleich. Aber zuerst muss ich mich da mal vorbei navigieren. Sehr gut. Okay, gut. Kurzer Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir haben die Insel gefunden. Ich habe nur gerade ein Problem. Ich glaube, ich knall da jetzt wohl dagegen. Ja, ganz leicht. Ich bin da gleich fast weit gefahren. Kann ich da ein Stück zu hinten noch? Scheiß drauf. Ich muss da gerade nach vorne. Ich stehe da an. Nein, nicht wieder verdrehen. Ich habe mich so schön gerade gedreht. Nein, 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 nein. Mist.
Muss ich mich wieder an den Sonnen drehen. Ich schmeiß mal den Anker runter, damit ich da mal irgendwas machen kann, ohne dass ich das da irgendwo hinfahre. Aber gut. Also wir haben das jetzt mal gefunden. Was mache ich da jetzt genau? Das ist ein Funkturm. Und das ist eine Bohrinsel. Bohrinsel. Ja, die Vogelscheuche ist schon wieder nutzlos. Vor allem, um die herzustellen, dass sie nicht die Vögel alles fressen. Ah. Easy cheesy. Achso, warte mal, vielleicht kommen die nicht. Nee, oh ja. Weil die Vögel kommen irgendwie gerade nicht brüten daher. Blatt, Kunststoff. Hoppala. Kunststoff. Blatt. Nägel. Ich muss so ein Teil mal. Schnell. So, die Nägel tun wir da weg. Ich habe auch doch Flossen gemacht jetzt. Und ich habe jetzt aber gerade keine Ahnung, wie lange ich da. Die Viecher hasse ich wirklich. Oh mal. Tja, habe ich das nicht gerechnet, Vogel. So. Na dann. Ab auf die Insel. Habe ich nur meine Federn. Das haben wir darüber. Die Batterie gehen wir auch darüber, weil ich will nicht, dass die verloren geht. Eigentlich will ich auch nicht, dass der Bogen verloren geht. So, das schaut gut aus. Trinkt man noch, dass man nicht gleich dort verduscht oder so. 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 Futter nehmen wir mit. Nope, ich schmeiß was weg. So. Wo geht's denn da jetzt an Land? Das ist gerade mies. Aber ich glaube da drüben. Gut, versuchen wir es mal. Schauen wir, was wir zusammenbringen da. Arok. Bruce, you bastard, I got you. Da kann man nichts mitnehmen. Ich habe mich da mal gut um, nicht dass da dann irgendwas übersehe. B3. Das ist aus. Da kann man dann rauf. Kunststoff. Hinweis aufnehmen. Eine Notiz hinzugefügt. Yay! Jetzt darf ich da ein bisschen. Ich rufe an! Nee. Jetzt darf ich da ein bisschen. Detektiv spielen. Ist ja nicht so mies. Ich seh den Vogel da drüben an B-Zaken. Das ist schön, dass ich das von da sehe. Kann da jetzt nämlich nichts machen am Bogen. Ich habe ja einen Bogen abgelegt. Kann ich den Speer mitnehmen? Nö, kann ich nicht. Ah. Schrott. Gut, das war mal im untersten Stock da alles. Nö, da. Wie schaut das alles so ziemlich hinig aus? Robbie, Bolt's gone, Bastard Sharks after me, gonna stay here until I find a way off this place. Mike. Okay, Mike. Können wir machen. Mikey. Unter Wasser gehe ich nach, jetzt geht mal rauf. Schaut das überhaupt nicht so aus, wenn es dafür gemacht wäre. Oh, da ist sogar Land.
Schrottkisten. Zettel. Oder komme ich da hinten, komme ich da drüben auf? Da geht es ja nicht mehr rauf. Da rundherum. Ich habe ja nicht, dass ich irgendwo hinkomme, rüber hüpfen geht nicht. Na dann. Gibt es eigentlich Fallschaden in dem Spiel? Ich glaube nicht. Das ist da. Komm ich da rein? Nee. Took boat. Und wir won't be back. Sie frisst. Achso, ist egal, weil er vorgeschaut ist. Sehr gut. Ich schaue mich nur schön außenrum, wenn ich reingehe und da drin was Tolles finde, dass ich weiß, ich kann da drin bleiben. Ja, das scheint erledigt zu sein. Ich schaue mich da gar nicht um, ob da irgendwo ein Gegner ist, weil ich eigentlich nicht damit rechne. Hinweise aufnehmen. Also ja, ich find das cool gemacht gerade, ja. Aber ein bisschen einen besseren Loot, wenn so ein Special Place als Kunststoffbehälter wäre halt cool gewesen. Muss jetzt nicht das Overkill over the top Teil sein, aber so ein bisschen mehr als ein Plastikkübel. Wäre halt cool gewesen. Das können wir kaputt machen, kann ich da nichts. Da bin ich reinkomme. Verbindung mit dem anderen. Irgendwie kriege ich aber, obwohl ich glaube ich zu wissen, ich glaube zuerst zu wissen, dass da jetzt kein Böser kommt, kriege ich da gerade trotzdem irgendwie Panik. Leichte Panik. Nicht das Mörder, aber doch. Klettern kann man da ja nicht, oder? Ah, geht darüber. Ein Balance sagt. Mit Bravour gemeistert. Kann ich das mitnehmen? Leck mich, gibt's da keinen normalen Weg auf? Ah ja, stimmt. Mein Kunststoffbehälter. Ah, mal. Also so in Wirklichkeit auf so einer Bohrinsel für mal kurze Zeit mal sich da ein bisschen Leben drauf, ist sicher nicht so mies, aber dieses Gefühl, überhaupt nirgends hin zu können, nämlich, ist sagen wir mal so sicher einzigartig. Sagen wir es mal so. Gut, da ist nichts mehr. So, wie komme ich da jetzt rauf? Da. Schon keine normalen Sachen gibt, dann muss es halt so gehen. Ich meine, richtig schwierig ist das jetzt ja nicht gemacht gerade. Aber das ist so. Ich glaube, ich bin da, wo ich hin soll. Ja. Hinweis nehmen wir auch auf. Utopia. Jetzt mal, da wollen wir hin. Die Welt ist ja untergegangen im Spiel. Stirnlampe kann ich jetzt erforschen. Okay. Ah, jetzt mal kurz. Gibt es echt irgendwie so ein Bing? Das habe ich gesucht, Teil. Was habe ich denn da jetzt überall drin stehen? Eieiei. Leute? Oh, da steht im Jänner. Ich wünschte, ich wüsste, wo wir waren. Dass wir einen Ort hätten, auf den wir hinweisen könnten, außer dem Funkturm in der Ferne. 12, 16 und 8 scheiterten heute nach 3 Tagen Testzeit. Der Kern des 16er brannte so heftig und schnell, dass er sich direkt durch den nassen nassen Schacht fraß. Seine Nutzlast sank in den Ozean. Heiß genug, um 100 Jahre lang zu brennen.
Sparrow überprüfte die Strahlungswerte. Der Captain Jack Sparrow. Sie kennen wir ja von wo. Passt ja da rein. Die bei jedem Test freigesetzt werden. Sie sagten, sie werden sie in Schutzräume benutzen. Wir können das in Ordnung bringen, sagten sie. Mhm. Und das Verrückteste ist, wir waren uns einig, wir vier überlasteten, erschöpften Bürogummis würden also die Welt retten. Oder was davon übrig bleiben würde jedenfalls. Hm. Ich das jetzt eigentlich weiterlesen komplett? Wow. Das ist gerade ein bisschen heavy viel, aber das machen wir nachher. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Wir haben Koordinaten. Wir haben den Tower. Sagen wir mal runter. Nach wie vor kein Fall Damage. Sehr gut. Brauche ich da ja nicht aufpassen, wirklich. So, jetzt wäre halt interessant, was da unten ist. Kann ich da irgendwo. Kann ich da runter? Bin da, da. Wird jetzt langsam schon ein bisschen spukiger, weil kann der Hai zu mir hier rein? Okay, also egal ob er rein kann, da kann er her, weil da bin ich draußen. Das Beschissene ist, das ist gerade. Ganz finster wird. Und somit ich nicht weiß, wo ich da unten jetzt hin muss. Ich müsste jetzt mal wieder. Kann ich darüber? Nee. Ich hätte es nämlich schon eigentlich gerne hell gehabt, wenn ich das erforschen fahr. Kriegen wir aber hin, indem wir kurz schlafen gehen. Boah! Boah! Boah. So fertig. Machen wir mal kurz pennen. So. Kurz mal was schauen. So. Das wird sich jetzt nicht ausgehen. Also manchmal hat man ja auch Glück, so ist ja nicht. Trinken! So, essen. Ja, klasse. Ah. Bahn gehen wir darüber. Darum habe ich hier noch eine Kiste frei. Da haben wir die Rezepte alle rein. Das schaue ich mir nachher an. Jetzt nicht. So. So, wir sind so weit. Und dann gehen wir wieder da runter. Jetzt können wir wahrscheinlich. Achso, der Hai ist gestorben. Dann kann ich mich ja sogar jetzt ein bisschen umschauen. Na bitte! Dass das kein Glück ist. Der wird aber nicht ewig weg sein, vermute ich mal. Erst jetzt kann ich das alles aufnehmen. Normal muss ich es graben. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil es nicht im Sand steckt oder so. Leck. Gut, dass ich das ausgeräumt habe. Das war jetzt viel.
den Sauerstoff daran zahlen irgendwie. Und dann wieder abtauchen. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade ein Bomben-Erlebnis. Oder ganz neues da. Wird hier aber glaube ich jetzt gar nicht so viel. Gott, jetzt habe ich mein Essen vergessen. Fuck, habe ich wirklich ganz mit. Oh, sowieso oft auch. Na geh, komm, auf da. Hab ich da nicht irgendwo was an Bord? Ja. Danke, Vögel. Das mit den Vogelscheuchen geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wieso die halbe Zeit überhaupt nichts bringen. Also wirklich ziemlich nutzlos sind. Die müssten recht schnell gehen. Das könnte ich eigentlich einfach essen. Verschießt das alles aber irgendwo wieder unnötig. So, zack, zack. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Blätter haben wir keine. Bisschen sehr viel Holz schleppe ich mit mir rum. Das ist schmelzbar, das ist geschmolzen. Das ist der Eisen. Da rein das Glas. Hab schon. Ich hoffe, der Herr ist noch nicht da. Das wäre jetzt nämlich so geil, dass ich da, dass der jetzt genau zufällig stirbt, dass ich da wirklich schön rumtauchen hab können und alles. Das hat echt gut passt, also. Wasserflasche habe ich hier mit, ja. Mann, die Luftflasche. Also die Beusel hat viel Klumpert verloren, sagen wir mal so. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich, dass kein einziges Metall da ist. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Das sind ja Steine, oder? Ja. So, und zurück ans Schiff. Trottel. Ja gut, geschafft. Also, wir haben jetzt die Bohrinsel gefunden. Wir haben, soweit ich das gesehen habe, mehrere Anlaufstellen gefunden, wo wir jetzt hin könnten. Kann es aber noch nicht sagen, wo wir jetzt hingehen werden. Ich werde jetzt den Part hier passieren. Lesen wir mal durch, was da jetzt alles in meinem schlauen Büchlein drin steht. Und dann fahren wir weiter, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, ich würde gerne das Schiff gerade drehen wieder, aber ja. Das kann ich immer noch nicht genau sagen, wie das funktioniert. Genauso wenig wie so. Da eigentlich nur Federn immer drin sind. Ich will ein Ei haben. Bin nicht so lange weg gewesen. Naja, wenigstens Federn.
Ja, wir sind genau da. Okay. Gut, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Wir haben es soweit packt. Wir werden das jetzt da weitermachen. Versuchen mal eine fette Insel oder etwas ähnliches zu bekommen. Gut, dann danke. Bis zum nächsten Mal. Wieder reinschauen. Dann seht's, was auf der anderen Insel ist. Wir geben Gas dahin. Und gesund bleiben. Das Wichtigste. Abo da lassen würde mich total freuen. Ein Like, ein Comment, alles wird gern gesehen. Ich reagiere auch drauf und mein Herz hüpft dafür. Also, wenn ihr mir Freude machen wollt, haut den Daumen rauf Knopf. Zerstört ihn von mir, zerklickt ihn. Wäre echt super nice. Okay, passt. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.